Die 44-jährige EU-Vizepräsidentin Eva Kaili wurde am Freitag letzter Woche wegen Korruptionsverdacht verhaftet und eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Neben Kaili wird noch 4 weiteren Verdächtigen bandenmäßige Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Die Beschuldigten sollen vom Golfstaat Katar, in dem zurzeit die Fußball-WM ausgetragen wird, geschmiert worden sein, um im EU-Parlament Entscheidungen zugunsten Katars zu beeinflussen. Ein derartig konsequentes Vorgehen seitens der Ermittler mag auf den ersten Blick vorbildlich sein. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass hinsichtlich Korruption und Freundelwirtschaft, insbesondere bei hochrangigen Politikern, gerne mit zweierlei Maß gemessen wird. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beispielsweise hat den größten Pharma-Deal aller Zeiten, nämlich den Kauf von Covid-19-Impfstoffen im Wert von 35 Milliarden Euro mittels SMS eingefädelt und verweigert diesbezüglich jede Auskunft. Immerhin ermittelt die Europäische Staatsanwaltschaft gegen von der Leyen. In ihrem Fall jedoch wurde, wie sollte es anders sein, weder eine Hausdurchsuchung noch eine Verhaftung durchgeführt. In ihrer Zeit als deutsche Verteidigungsministerin machte sie mit der sogenannten Berateraffäre von sich reden. 31 Millionen Euro an Kosten für Beratungs- und Unterstützungsleistungen an Steuergeldern soll sie verschwendet haben. Auch die EZB-Chefin Christine Lagarde ist kein Unschuldslamm. Sie wurde 2016 in einem Strafprozess für schuldig befunden, durch Fahrlässigkeit die Veruntreuung von 400 Millionen Euro ermöglicht zu haben. Aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihres internationalen Ansehens verzichtete die Justiz jedoch auf die Verhängung einer Strafe. Diese Person ist jetzt für die Stabilität des Euros zuständig. Nicht vergessen sollte man Olaf Scholz, der Warburg Bank 50 Millionen Euro Steuergeld, die sich die Bank durch Cum-Ex-Geschäfte ergaunert hatte, quasi geschenkt hat. Dieser nette Herr ist jetzt Bundeskanzler der BRD. Was an der Korruptionsaffäre um die EU-Vizepräsidentin Eva Kaili wirklich dran ist, wissen wir noch nicht. Eines ist aber offensichtlich: In keinem der genannten Fälle gingen die Medien derart massiv und deckungsgleich vor, wie jetzt gegen Eva Kaili.